Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren und wie immer vor allen Dingen liebe Steuerzahler. Heute sprechen wir in der ersten Lesung über das Jahressteuergesetz 2020. Immerhin, das ist schon mal ein guter Anfang, kein ideologischer Kampfbegriff wird hier vorangestellt wie im letzten Jahr und Förderung der Elektromobilität. Das Gesetz enthält Corona-bedingt einige sehr wichtige Änderungen. Sie wurden von meiner Vorrednerin genannt, zum Beispiel bei den Voraussetzungen zum Investitionsabzugsbetrag. Die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung kreisen aber vor allem um Freiberufler, Unternehmer und Selbstständige. Dagegen gibt es zunächst nichts einzuwenden. Interessant ist aber immer in einem Gesetz, was wird nicht erwähnt? Wir wissen nämlich, die Mehrheit der Menschen in Deutschland sind nun mal Arbeitnehmer, sozialversicherungsabhängig beschäftigte Menschen. Arbeitnehmer, von denen viele aufgrund ihrer Corona-Politik, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Regierung, einen Großteil ihrer Arbeitszeit in diesem Jahr im neuen Modebegriff Homeoffice verbracht haben oder verbringen mussten. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten: Nach einer Erhebung von Mitte März 2020 arbeiteten infolge der Corona-Pandemie fast jeder zweite Berufstätige, etwa 49%, ganz oder teilweise zumindest im Homeoffice. Dies ist Ergebnis einer repräsentativen Erhebung der Bitkom oder des Bitkom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien. Einige Studien sprechen in diesem Zusammenhang ja nun auch schon davon, dass Homeoffice generell das Modell einer zukünftigen Arbeit für viele, viele Menschen sein wird. Studien belegen dies auch, dass Arbeitnehmer durchaus effizient von zu Hause arbeiten können. Aber am Rande sei erwähnt, das Kanzleramt, glaube ich, blockiert den Vorstoß des Arbeitsministers zum generellen Anspruch auf Homeoffice. Wir werden sehen, wie das verläuft. Aber es bleibt festzustellen, findet dieses wichtige Thema in Corona-Zeiten eine steuerliche Anerkennung oder Erwähnung in Ihrem Jahressteuergesetz, verehrte Damen und Herren der Regierung und vor allen Dingen der SPD? Fehlanzeige. Vereinfachung der steuerlichen Anerkennung wäre hier von Heimarbeitsplätzen ein guter Titel statt der ideologischen Kampfbegriffe im Vorjahr der Elektromobilität gewesen. Die Wörter Arbeitszimmer und Homeoffice kommen aber nicht einmal in Ihrem Jahressteuergesetz vor, meine Damen und Herren. Ich kann das nicht nachvollziehen, ich will das nicht nachvollziehen, meine Fraktion auch nicht und der Bund der Steuerzahler kann das auch nicht nachvollziehen. Ich zitiere noch ein weiteres Mal mit Erlaubnis des Präsidenten. Derzeit werden diese Kosten steuerlich nur berücksichtigt, wenn ein gesondertes Arbeitszimmer in der Wohnung zur Verfügung steht. Das heißt also ganz korrekt, jeder, der im Wohnzimmer seinen Schreibtisch, seinen Rechner oder Laptop zu stehen hat und hier seine Arbeit im Homeoffice erledigt hat, geht leer aus. Dazu kommt auch logischerweise, dass etwas weniger in Zeiten von Homeoffice die Entfernungspauschale zum Arbeitsplatz steuerlich geltend gemacht werden kann. Hier werden jetzt viele Arbeitnehmer im nächsten Jahr, die einen Lohnsteuerfreibetrag auf ihrer Lohnsteuerkarte für diese sogenannte Pendlerpauschale, meine Damen und Herren, die sie geltend gemacht haben, eine erhebliche Nachzahlung bei der Steuer zu fürchten haben. Arbeitnehmer also, die ihren Unternehmen in Homeoffice-Zeiten den Rücken gestärkt haben, werden hier steuerlich vollends ins Abseits gestellt und im Prinzip, nicht nur im Prinzip, eigentlich wirklich doppelt bestraft. Ich kündige hier an, dass wir das als AfD-Fraktion nicht so stehen lassen werden und uns tatsächlich wie immer konstruktiv mit vielen Initiativen einbringen werden. Wir werden diesem Jahressteuergesetz einen Antrag beistellen, der genau diese Fehlallokation und Fehlregelung im Jahressteuergesetz ändern wird und das Homeoffice steuerlich wieder vereinfacht zum steuerlichen Abzug bringen wird. Wir werden uns wie immer auch konstruktiv mit Fragen und Antworten entsprechend einbringen. Dieses Jahressteuergesetz, auch das muss man sagen, gehört in der Tat zu den besseren Gesetzen des Jahres der Regierung. Wir freuen uns auf die Meinungen der Sachverständigen und werden uns konstruktiv in die Debatte einbringen. Vielen Dank.